Als Kulturredakteur kriegt man ja einiges auf den Tisch. Aber wenn dann ein Mail kommt, da steht drüber, der faulste Sozialarbeiter Deutschlands bittet um Gehör. Ja, und dann steht da noch drin, seit Jahren lebe ich recht gut vom Geld der Steuerzahler, also auf ihre Kosten. Das macht natürlich neugierig. Es geht also um ein Buch und der Autor Burkhard Tom Bub, den habe ich jetzt am Mikrofon, beziehungsweise am Telefon. Herr Bub, vielleicht stellen Sie erst mal vor als faulster Sozialarbeiter, wie ist Ihr Lebensweg dahin, um dahin gekommen zu sein? Ja, guten Tag, Herr Grund, und danke für die Gelegenheit für die Buchvorstellung. Mein Name ist, wie gesagt, Burkhard Tom Bub. Ich lebe in Ludwigshafen am Rhein und ich bin gelernter Erzieher, Sozialarbeiter und Erziehungswissenschaftler. Ich war dann unter anderem einige Jahre Fallmanager in einem Jobcenter, also im Bereich Hartz IV. Und nach einigen Jahren wurde ich dann dort jedoch durch Vorgesetzte hinausgenommen. Ja, wenn man natürlich als Sozialarbeiter oder als Mitarbeiter im Jobcenter arbeitet, heißt das ja nicht unbedingt, dass man dann gleich ein Buch schreibt, ne? Das Buch heißt auch noch irgendwie Am Ende. Das ist natürlich alles sehr unerfreulich vom Titel her. Man denkt was Schlimmes. Wie kam es eigentlich zu dem Buch? Ja, wie kam es zu dem Buch? Am Ende heißt es, am Ende die Saat der Niederlagen als Untertitel. Und nach dem Am Ende ist ja auch ein Fragezeichen. Und das ist halt ein sehr autobiografischer Roman. Also habe ich natürlich auch irgendwo auch für mich selber da einiges aufgearbeitet. Das haben Sie uns aber neugierig gemacht. Also ehe ich Sie dann weiterfrage, wo das eigentlich hinzielt und was das alles soll, wäre ich vielleicht dankbar, wenn Sie vielleicht mal so ein, zwei Absätze vorlesen würden aus Ihrem Buch, damit der Hörer so richtig kapiert, in welche Richtung das geht. Also, das Buch. Spätestens als er selbst grundlos sein Auto in Flammen aufgehen lässt, weiß Thomas Bloch, dass etwas geschehen muss. Die Auseinandersetzung mit seiner Suchtkrankheit bleibt aber nicht der einzige Stolperstein für ihn. Als kleiner Bruder der 68er-Generation führt sein beruflicher Weg als Sozialarbeiter ihn in die Position eines Fallmanagers im Jobcenter. Die Erkenntnis, dass er dort Menschen nicht wirklich beraten und ihnen helfen, sondern diese kontrollieren und strafen soll, ruft nach nur wenigen Jahren ein leider erfolgreiches Mobbing durch seine Vorgesetzten hervor. Schließlich stehen noch eine Krebserkrankung und zuvor das Ende seiner Ehe auf dem Programm, letzteres aber nicht aus den üblichen Gründen, wie ihm klar wird. Sein Arbeitgeber zwingt ihn letztendlich in die Rolle des faulsten Sozialarbeiters Deutschlands. Und noch weitere Kämpfe ganz anderer Art schließen sich dem an. Aber ist er deswegen wirklich am Ende? Oder wird die Saat der Niederlagen aufgehen und Früchte tragen? Ja, die erste ganz kurze Leseprobe, die bildet auch den Anfang des Buches und das beginnt am Tiefpunkt Sucht. Thomas Bloch war am Ende. Im Dezember würde er 30 Jahre alt werden, wenn er es denn erleben würde. Jetzt aber stand er vor seinem brennenden Auto. Offiziell gehörte es zwar seinem Vater, war ihm aber schon seit Jahren zur alleinigen Nutzung überlassen worden. In Brand gesetzt worden war es soeben von ihm selbst. Das Interessante daran war der Grund, warum er das getan hatte. Es gab keinen. Das ist natürlich für die Hörer jetzt spannend, wie es da weitergeht. Und das klingt ja schon eigentlich verführerisch. Aber Frage Hörer. Das Buch hat ja sicherlich, oder Sie als Autor haben sicherlich einen Gedanken gehabt, an wem Sie das Buch praktisch so ans Herz oder an die Leseaugen legen wollen. Was für eine Leserschaft haben Sie aversiert? Also genau genommen sage ich jetzt schon seit Jahren, auf Kosten aller Steuerzahlerinnen nehme und letzten Endes für keine Gegenleistung.
da ist es eigentlich für alle Steuerzahlerinnen und Steuerzahler interessant. Und jeder Staat zahlt Steuern und sei es nur immer die Mehrwertsteuer. Aber natürlich anhand der Themen, die behandelt werden, ist es natürlich für alle Opfer und auch alle Täter des Hartz-IV-Systems sehr interessant. Mir ist auch wichtig, dass auch noch andere Themen berührt werden, nicht nur die Hauptthemen, die wir jetzt besprochen haben. Und mir ist wichtig, es ist kein Jammerbuch und es ist auch keine politische Kampfschrift. Man kommt auch viel über die 70er Jahre drin vor, wer die noch erlebt hat oder sich dafür interessiert. Es kommt auch was über Beziehungen vor. Es ist, wie ich finde, spannend und zuweilen sogar amüsant. Und für die Krimi-Freunde ein kleiner Krimi als Roman im Roman, der Jobcenter-Krimi, der ist da auch noch mit eingebaut. Also fasse ich das mal zusammen, Herr Bub. Es geht also in erster Linie, wird die Leserschaft wohl die sein, die sich vielleicht das Buch gar nicht leisten können. Also Hartz IV, beziehungsweise heute heißt es ja im neuen Jahr Bürgergeld. Und Leute mit entsprechenden Suchterfahrungen, gut, die werden sich vielleicht das Buch auch nicht leisten können, aber vielleicht können sie sich mal irgendwo in der Bücherei das Buch ausleihen. Das ist schon mal nicht ganz interessant. Nicht nur das, ich sage auch immer, man kann sich jederzeit an mich wenden, wenn einem das Buch anhand der Beschreibung besonders wichtig erscheint. Ich werde dann versuchen, einen Weg zu finden, dass es gelesen werden kann. Das ist ja eine sehr soziale Einstellung, das finde ich gut. Das Buch kostet, habe ich gesehen, 19,99 €, hat 570 Seiten und ist im Buchhandel ganz normal bei Thalia und wie sie alle heißen, Hugendubel und erhältlich. Die E-Book-Version soll jetzt in wenigen Tagen fertig sein. Sie wird dann die Hälfte kosten. Ja, und was wir nicht vergessen sollten, in nächster Zeit wird man auch im Raum Ludwigshafen-Mannheim Lesungen von Herrn Tom Bub mit seinem Buch. Der Titel ist wirklich am Ende mit Fragezeichen, die Saat der Niederlagen. Also, auf achten, was in der örtlichen Presse steht und soweit der Kulturtipp. Vielen Dank für das Interview, Herr Burkhard Tom Bub. Vielen Dank und auf Wiederhören.